Die offenen Umgebungen von Elden Ring sind vielleicht das Beste, was der Souls-Serie passieren konnte. Und das nicht unbedingt, weil Sandbox immer super ist, sondern weil sie sich so wunderbar mit den bewährten Elementen der Spiele von From Software ergänzt. Um nur den offensichtlichsten Vorteil zu nennen: Der Schwierigkeitsgrad skaliert erstaunlich flexibel mit den erkundbaren Umgebungen. Wir dürfen ganz nach Können und Heldenmut sehr frühzeitig das nächstbeste Riesenmonster angreifen. Oder wir suchen erstmal in Ruhe nach Ausrüstung und Erfahrung. Wir sind heilfroh über das Meer an Freiheit und nutzen es ganz unheroisch dazu, uns das Leben etwas einfacher zu gestalten. Schleichen, Flucht im Galopp auf dem Mount, Beschwören von Helfern oder die direkte Konfrontation. Es gibt viele Möglichkeiten. Die Gefechte mit den Oberbossen fühlen sich dennoch nach Souls alter Schule an. Wenn, dann sind sie in Elden Ring nur minimal einfacher. Wenn wir gegen die großen Gegner nicht hochkonzentriert und mit der gewohnten Mischung aus guten Reflexen und der passenden Strategie vorgehen, haben wir jedenfalls keine Chance. Vom Schwierigkeitsgrad abgesehen, wir finden die neue Welt auch klasse, weil sie in Sachen Stimmung nahtlos in das Universum von Souls passt und dennoch eigenständig wirkt. Die fantastischen Umgebungen bieten eine wunderbare Optik und vor allem eine herrlich düstere Atmosphäre. Das schafft so keine andere Sandbox. Auch andere Änderungen gefallen uns. Das Reittier etwa wirkt mit seinen riesigen Sprüngen erst unfreiwillig komisch, erweitert die Möglichkeiten aber enorm. Elden Ring ist ein tolles Souls geworden, auf das auch unerschrockene Neulinge einen Blick werfen sollten. Greetings, traveler from beyond the fog.